Ja, klar, im Vorteil. Dann absetzen kann, dann wird es schwer für den Mann aus Schweden. Weidner Sieg gegen Christian Süß. Demgegenüber stehen 5 Niederlagen. 5:5 im Moment. Und deshalb wohl auch der Favorit in dieser Begegnung. Und Weidner holt sich die Satzbälle. Und er holt sich Satz 1. 11:8 für Weidner. Der hier also auf einem guten Weg ist, den Schlusspunkt für sein Team zu setzen, für Fulda-Marbazell. Gewinnt er, ist diese Begegnung vorbei, dann steht es 3:0 für die Hessen. Und Karakasewicz wird sich jetzt etwas überlegen müssen. Nochmal einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche. Er ist ja der absolute Publikumsliebling hier in Plüderhausen. Aber Jan-Ove Weidner steht ihm. Das ist das Spiel des Alex. Serbe noch nicht angekommen ist in dieser Partie. Doch viele einfache Fehler. Und Waldball um die Netzkante herum. Der Aufschlag. Jetzt Weidner wieder voll in der Spur. Sich jetzt überlegt hat. Ja! Karakasewicz, 6:2 seine Führung. Und für Karakasewicz. Der Liga ist chancenlos an den Ball zu kommen. Mit dem, was er hier spielt. Und das ist ein.
mit jedem Ball stärker hier. Fehlaufschlag Karakasewicz. Will dort. Und das ist eben Jan-Ove Waldner. Den Ball hat er für Waldner. Matchball für Fulda. Und da ist es geschehen. Jan-Ove Waldner schlägt Alexander Karakasewicz mit 3:1. Ein